Hi-ho und willkommen zurück bei Lieb Burgbau und Burgverteidigungsfreunde zum Castle Story. Ist auch wieder toll. Man sieht hier gar nicht die Kante. Ganz perfekt. Nur wenn man. Selbst wenn man näher rangeht, sieht man sie nicht wirklich. Seht ihr sie? Ich sehe sie nicht. Jetzt kann man sie ein bisschen erkennen. Also ja, wir machen immer mehr Fortschritte. Hier wird es nämlich kleiner. Ja, das werden wir so dann abtragen. Vielleicht während wir warten, dass die das hier abgetragen haben, tragen die Brickthorns, die flatten sollen, das Stück hier ab. Aber vorher haben wir ja genug noch zum Flatten. Also wir können eine Bahn auf jeden Fall hier runter durchziehen und dann noch den Teil hier machen. Also was heißt flatten, auffüllen? Und ja, die wissen nicht, wie Treppen funktionieren. Okay, sammeln wir den mal ein. Und ja, sie müssen erst ja natürlich die Deckschicht wegmachen. Also das bisschen da, auch wenn sie hier schon ein Stück weggehauen haben. Auch wenn sie damit teilweise sehr langsam sind. Und leck. Aber wenigstens füllen wir hier gut auf. Und zum Glück gibt es hier noch eine kleine Rampe, da müssen sie nicht immer hoch und runter springen. Jetzt haben die schon wieder geteilt hier, meinte.
Ist lustig, wie die das teilweise immer schaffen. Hier haben wir schon ungefähr die Hälfte gefüllt. Sieht da so gut aus. Und hey, hier haben wir bald die Deckschicht runter. Genau, du füllst wieder seinen Sack und er für deinen Sack. Irgendwer hat wieder mehr als ihm zusteht. Oh, die erste Treppe. Und das erste Loch im Boden. Die zweimal nicht mitgezählt. Zum Glück ist hier unten noch nichts weggehauen worden. Aber ja, einfach mal Hauptsache irgendwo anfangen. Was? So. Also da ist kein Loch diesmal unten, sondern einfach hier mitten auf der Höhe. Auch gut. Kann ich eigentlich da noch? Nein, da kann ich die Treppe leider nicht mehr verschieben. Kann das Ding aber einfach abreißen und neu setzen. Nicht so gedacht. Bitte hör mal, das ist so irritierend, wenn es da unten rumhängt. Und es ist natürlich wieder da unten. Das war eins zu weit, glaube ich. Ja, eins zu weit, aber noch nicht weit genug in die Richtung. Jetzt sehe ich schon wieder hier unten. Ich das jetzt da rausziehe. Thank you.
kann ich es trotzdem nicht verarschen. Genau, machen wir es. Nee. Schade. Und dann kann ich es übrigens auch wieder hier in die volle Länge ziehen. Ja. Das war wieder zu weit, oder? Ja. Ja, ich hätte gern, dass die Treppe verschwindet. Na gut, dann bringen wir die Treppe hier an. Da stört sie weniger. Ja, okay. Höhe stimmt, alles stimmt. Hier ist wieder das totale Chaos, während ich darum gespielt habe. So hier. Ich meine, warum? Also ja, man könnte auch wahrscheinlich sagen, die Entwickler haben die Quarry-Funktion niemals dafür designt, solche Sachen zu machen, also Berge abzutragen. Aber mit Flatten geht das halt so schlecht, wenn man bei Flatten nicht einstellen kann, was die sammeln sollen. Also bei dem hier. Ja, wird es rumklicken, weil er wieder nicht das machen, was ich ihm sage. Muss ich echt wieder Dwarf Fortress spielen. Die Zwerge, da sind nicht so launisch wie die Brickthorns hier. Das will was heißen. So, verlängern wir mal in die Richtung. Ah ja, sieht schon mal gut aus, wie hier gefüllt ist. Also ja, ich wünschte, ich könnte hier überall so schönen Übergang hinmachen lassen. Aber die Funktion gibt es ja leider auch nicht. Genauso wenig wie es die Pflanze hier oben Gras an. Mach alles wieder schön grün Funktion gibt. Ich muss mir echt überlegen, ob ich ihn die Treppen hier sabotieren möchte. Komm mal her, Gong. Machen wir mal Sabotage. Okay.
So. Die Treppen sind jetzt nicht mehr benutzbar. Also gut, sie könnten noch einer auf die Lemminge machen und einfach runterspringen. Und da passiert's schon wieder. So, da geblieben. Du weitermach. Ja. Das Chaos mit dem Steinbruch fängt wieder an. Und das Chaos mit dem Füllen hier. Ein J. Afrika? Nee, Südamerika eher. Jetzt könnte es Mexiko sein. Aus irgendeinem Blickwinkel. nicht Mexiko, Texas. Bitte, liebe Mexikaner, seid nicht sauer auf mich. Der arme Bestie, der muss immer den Müll aufsammeln, den die anderen hinterlassen haben. Jetzt ist es fast schon unpraktisch, dass wir die Leitern weggemacht haben. So. Die Treppen, nicht die Leitern. Leitern gibt es hier ja nicht. Leider. Jetzt ist aus dem J eine 8 geworden. Also aus dem J. Oder eine sehr komische 8. Ja.
Eine 0. 7. Eine 1. Eine 3. Eine 2. 5 und 6.